Liebe Freundinnen und Freunde des Hamburger Abendblatts, eigentlich ist heute mein Homeoffice-Tag. Aber wir haben uns gedacht, neues Jahr, neuer Ort, neuer Geschäftsführer, da ist es vielleicht ganz gut, wenn hier vorne einer steht, an den sich der eine oder die andere von Ihnen vielleicht noch dunkel erinnern kann. Es ist 3 Jahre her, dass wir in dieser vertrauten Runde zusammengekommen sind. Und ich habe noch einmal in meine wirklich wegweisende Rede von 2020 gesehen und vor allen Dingen nachgeguckt, worüber ich alles nicht gesprochen habe. Kein Wort über Corona, nichts über Nord Stream 2, nicht mal, lieber Herr Schenscher, eine Warnung vor Costco. Dabei standen damals der heutige Bundeskanzler, der heutige Vizekanzler und die Bundesaußenministerin da, wo Sie stehen, also im Atlantik. Übrigens lustig, wie viele Leute ins Atlantik gefahren sind heute. das ist Hamburg. Aber damals waren wir alle eher mit Themen beschäftigt, auch mit sehr wichtigen Themen wie autofreie Innenstadt, Fahrradstraßen, vegetarische Ernährung. Das waren die Themen, liebe FreundInnen. Der dauert ein bisschen, mit dem wir uns damals beschäftigt haben. Und ganz ehrlich, solche Probleme hätten wir heute gern. Wenn Sie sich fragen, wo Olaf Scholz heute ist, das frage ich mich ehrlich gesagt auch. Er hatte mir nämlich als Hamburger Bürgermeister schon zugesagt, dass er auch zu unserem Neujahrsempfang kommen würde, wenn er eines Tages Bundeskanzler sein sollte, woran ja außer ihm und mir niemand ernsthaft geglaubt hat. So viel war, aber als ich ihn bei einem Besuch im Kanzleramt Anfang Dezember auf sein Versprechen ansprach, dass er immer zu jedem Neujahrsempfang kommen wollte, sagte er nur: Ich kann mich nicht erinnern. Ich glaube, jetzt kommt er nie wieder. Egal. Wo wir gerade bei Olaf Scholz sind, ich habe ja tatsächlich die Corona-Zeit genutzt, um ein Buch über ihn zu schreiben und werde seitdem von vielen Kollegen anderer Medien gefragt, warum der Scholz denn so langweilig, so nüchtern, so zögerlich, nachdenklich und verschlossen ist. Und ich wundere mich darüber ein bisschen, denn ehrlich gesagt, der war doch früher jetzt auch kein Feierbiest mit Charisma, das jeden Festsaal mit seinen Reden von den Stühlen gerissen hat. Oder habe ich das jetzt falsch in Erinnerung? Man wusste, wen und was man bekommt, wenn man Olaf Scholz wählt, nämlich einen Kanzler, der, sagen wir mal, auf Fragen nicht direkt antwortet, der kaum Gefühle zeigt und der durch nichts aus der Ruhe zu bringen ist. Übrigens gar keine schlechte Eigenschaft in Zeiten wie diesen, in Kriegszeiten. Scholz hat sinngemäß einmal gesagt, dass er gar keine Hobbys braucht, um runterzukommen, weil er gar nicht erst hochkommt. Und ich finde, das trifft es. Aber ganz ehrlich, wir können uns nicht immer von Politikern wünschen, dass sie authentisch sein sollen und dann anfangen zu meckern, wenn einer einfach authentisch dröge ist. Soll heißen, man kann Olaf Scholz viel vorwerfen, aber nicht jemand anders sein zu wollen als Olaf Scholz. Seine Art zu reden, achten Sie jetzt genau darauf, was ich sage, hat er übrigens wie folgt beschrieben. Jeder Satz, den er sagt, soll von jedem, der ihn hört, so verstanden werden, wie er ihn gemeint hat, auch wenn der, der ihn hört, nicht dabei gewesen ist und den Zusammenhang nicht kennt. Da wird selbst eine Formulierung wie frohes neues Jahr schwierig.
Übrigens, was antwortet Olaf Scholz, wenn ein Journalist ihn fragt, welcher Tag heute ist? Richtig, er antwortet, es regnet. Das erste Jahr war ein schwieriges für den neuen Hamburger im Bundeskanzleramt. Es war ein schwieriges für uns alle. Vor allem war 2023 aber eine furchtbare Zeitenwende für die Ukraine, die nichts getan hat, außer vor langer Zeit auf ihre Atomwaffen zu verzichten, in dem guten Glauben, dass Russland das Land niemals angreifen, sondern im Zweifel sogar beschützen wird. Die Ukrainerinnen und Ukrainer tun mir unendlich leid und es ist mir manchmal unangenehm, dass wir in Deutschland so viel über die Folgen des Krieges für uns sprechen, über die Inflation, über gestiegene Energiepreise, über Heizungen, die runtergedreht werden müssen. Das ist alles nicht schön, natürlich nicht, aber es ist nichts gegen das, was die Menschen in der Ukraine durchgemacht haben und weiter durchmachen müssen. Willy Brandt hatte recht, als er folgenden Satz gesagt hat, der zu Beginn des Krieges auf der Titelseite des Hamburger Abendblatts stand. Ich zitiere, Frieden ist nicht alles, aber ohne Frieden ist alles nichts. Und genau das ist die Ausgangslage, mit der wir in dieses Jahr starten, nachdem das einzig Positive im vergangenen Jahr, oh, das ist böse jetzt, für viele Menschen ein Corona-Test war. Die Herausforderung für 2023 sind riesig für jeden Einzelnen und für die Politik sowieso. Aber wenn es ein Bundesland gibt, das mindestens finanziell dafür gewappnet ist, dann ist es Hamburg. Und das liegt vor allem an einem Unternehmen, das für die Stadt so etwas geworden ist wie BioNTech für Mainz. Und Achtung, ich spreche von Hapag-Lloyd. Als ich vor kurzem in einem Gespräch mit einem Hamburger Kaufmann anmerkte, wie verblüfft ich sei, dass die Reederei einen Gewinn von rund 18 Milliarden Euro erwartet, sagte der Hamburger Kaufmann nur. Und ich bin verblüfft, dass selbst der Chefredakteur des Hamburger Abendblatts den Unterschied zwischen Umsatz und Gewinn nicht kennt. Später hat er sich dann bei mir entschuldigt. Denn das Ergebnis von Hapag-Lloyd wird wirklich in diesen unvorstellbaren Dimensionen liegen, was dazu führt, dass die Freie und Hansestadt Hamburg als Miteigentümerin in 2023 eine gigantische Dividende ausgezahlt bekommt. Schade, dass Andreas Dressel heute nicht da ist. Sie müssten ihn sehen. Er kriegt das Lachen nicht aus seinem Gesicht heraus, der Finanzsenator. Und er kann das Geld für die anstehende Ausgabenaufforderung gut gebrauchen. Damit der Senat diesen Herausforderungen gewachsen ist, hat Peter Tschentscher heißt er, ihn kurz vor dem Jahreswechsel deutlich verjüngt. Wobei, ein Senator, der schon etwas über 60 ist, ist immer noch dabei. Und ich könnte mir sogar vorstellen, dass er im Falle eines Falles eine Legislaturperiode dranhängen wird. Oder, Thies? Jetzt fragen Sie sich, was fällt dem Haider ein, den Schulsenator der Freien und Hansestadt Hamburg zu duzen? Das mache ich nicht ohne Grund. Thies Rabe war, als ich noch jung war, mein Chef beim Wochenblatt. Und uns verbindet ein besonderes Erlebnis. Thies, ich erzähle das jetzt einfach mal. Ich schrieb gerade in einem Text über ein Spiel aus der Fußball-Bezirksliga. Also hat nichts mit HSV zu tun. Vorsicht jetzt, ja? Bezirksliga. Als Thies Rabe in die Redaktion gestürmt kam und fragte, ziemlich laut, wer ist Lars Haider? Ich war ganz erschrocken, meldete mich, Thies kam zu mir und sagte, wir müssen reden, Sie verdienen zu viel. Er hatte offensichtlich damals schon sehr hohe Ansprüche an die Leistungen seiner Leute, etwas, das ihm in seiner Funktion als Schulsenator zugute gekommen ist. Denn Thies Rabe ist das Unmögliche gelungen. Sie erinnern sich, Hamburg war eigentlich traditionell immer letzter, wenn es um die Leistungen seiner Schülerin ging, so gleich auch mit Berlin und Bremen. Und plötzlich schreibt der Spiegel, dass Hamburg ein Vorbild für die anderen Bundesländer ist in Sachen Bildungspolitik. Und ich erinnere mich noch, dass ich nach meiner Schulzeit Freunden aus Bayern erzählt habe, dass ich in Hamburg Abitur gemacht habe. Und wissen Sie, was die damals gesagt haben?
Dann hast du also gar kein Abitur. Aus und vorbei, von Hamburg lernen heißt siegen lernen. Gut, das gilt jetzt nicht für alle Lebensbereiche. Der frühere Finanzsenator Wolfgang Peiner hat sich vor kurzem in einer großen Hamburger Tageszeitung über die Selbstgefälligkeit der Menschen in dieser Stadt beklagt. Zitat: Wenn der Hamburger um die Alster geht, ist er zufrieden. Und wenn er dann noch in Blankenese an der Elbe steht, fehlt ihm nichts mehr zu seinem Glück. Zitat Ende. Es soll sogar junge Menschen geben, die Hamburg so sehr lieben, dass sie sich auf der Elbchaussee festkleben. Sie natürlich nicht. Ich kann mich in diesem Zusammenhang nur wiederholen. Wir müssen ja gar nicht mehr behaupten, dass Hamburg die schönste Stadt der Welt ist, weil sie es seit der Eröffnung der Elbphilharmonie tatsächlich ist. Und wir müssen uns auch nicht mehr von den Berlinern ärgern lassen, die behaupten, sie wären cool und sexy, während Hamburg irgendwie nach wie vor ziemlich spießig sei. Wobei ich ehrlich gesagt gern spießig bin, wenn das bedeutet, alle 4 Jahre eine Landtagswahl ordnungsgemäß durchzuführen. Keine Angst, es wird jetzt kein Berlin-Bashing. Es gibt ja auch Dinge, die in der Hauptstadt richtig gut funktionieren. Zum Beispiel... Oder... Mir fällt was ein. In Berlin gibt es gleich, 2 Fußballmannschaften in der ersten Liga. Man möchte fast noch sagen. Und in Hamburg, naja, Sie wissen schon. Aber ich lege mich fest, ich bin fest davon überzeugt, dass der HSV in diesem Jahr den Wiederaufstieg schafft. Allerdings muss ich gestehen, dass ich auch fest davon überzeugt war, dass die deutsche Nationalmannschaft bei der Fußball-WM in Katar sehr, sehr weit kommt. Und irgendwie stimmte das ja auch. Wir sind jetzt nicht direkt Weltmeister auf dem Platz geworden und Weltmeister der Herzen sind wir auch nicht geworden. Aber dafür sind wir die absolute Nummer 1, wenn es darum geht, anderen Menschen und Ländern zu sagen, wie sie zu leben haben und was sie anders zu machen haben. By the way, ob das Gas, das wir künftig aus Katar halten, wohl genauso billig sein wird, wie es das aus Russland war? Ich persönlich versuche ja immer, Fehler, die ich gemacht habe, nicht noch einmal zu machen. Und deshalb möchte ich kurz vor dem Ende meiner kleinen Rede anders als vor 3 Jahren über Corona sprechen. Kurzer Test. Gibt es jemanden im Saal, der schon 6-mal geimpft ist? Einfaches Handzeichen reicht. Oh Gott, keiner? 5-mal? 4-mal? Oha, ist schon eine Versammlung. Oder haben wir viele, die gar nicht geimpft sind, offensichtlich? Ist nicht schlimm. Wir erinnern uns, die Inzidenz, ich glaube, die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 125. Heute vor einem Jahr hätte ich hier allein gestanden. Egal. Also, sagen wir mal vorbildlich, es bleibt jetzt die Frage, warum 2 Bundesländer, die gar nicht so weit auseinander liegen, mit Corona so verschieden umgehen. In Hamburg muss man in den Bahnen nach wie vor Masken tragen, in Schleswig-Holstein nicht. Was, wie ich aus eigener Erfahrung sagen kann, zu lustigen Szenen führt, wenn sich die Passagiere im Regionalexpress Richtung Kiel oder Flensburg kurz vor Pinneberg kollektiv die Dinger vom Gesicht reißen, beziehungsweise in der Gegenrichtung aufsetzen. Da soll noch einer sagen, dass wir in Hamburg keinen Sinn für Fasching haben. Insgesamt sind wir im Norden aber gut durch die Pandemie gekommen und weil das so ist, gilt es an dieser Stelle einmal Danke zu sagen. Man sollte als Journalist Politiker eigentlich nicht loben, aber ich tue es einmal stellvertretend, auch weil mich wirklich so viele Menschen und so viele Kulturschaffende darum gebeten haben. Lieber Carsten Broster, Ihre Unterstützung der Kultur während der Pandemie in Hamburg war ganz großes Kino. Vielen Dank. Und Sie haben gerade angekündigt, dass Sie 2023, Achtung, 5 bis 6 Mal die Woche abends ins Theater, die Oper oder ins Kino gehen wollen. Wenn wir uns alle daran ein Vorbild nehmen, dann bleibt Hamburg die großartige Kulturstadt, an die wir uns in den vergangenen Jahren gewöhnt haben. Und wenn wir dann alle noch wie der Kultursenator ein Buch schreiben zwischen 12 Uhr und 1 Uhr nachts, dann wird es ganz schön viele Bücher geben in diesem Jahr in Hamburg. Wo ich gerade beim Danke sagen bin, ich möchte mich auch beim Team von Vivien Hecker für die Organisation dieses Neujahrsempfangs an diesem einmaligen Ort bedanken.
Und das, obwohl sie mich jedes Mal zwingt, für meine Rede die letzte Krawatte umzubinden, die ich noch besitze, während ja nicht wenige von Ihnen heute in Jeans und Turnschuhen gekommen sind. Für die gibt es demnächst keinen Spaß von Vivian Hecker, ein Knigge-Magazin. Also da können Sie nachlegen, was ich heute alles falsch gemacht habe. Es war sehr schön, Sie alle mal wieder persönlich gesehen zu haben. Einige habe ich ehrlich gesagt gar nicht wiedererkannt. Und wenn ich dürfte, würde ich Ihnen von hier oben kollektiv das Du anbieten. Aber noch bin ich nicht der Älteste im Saal. Das machen wir dann nächstes Jahr. Habe ich was vergessen? Ach ja, die vielgestellte Frage, wo denn eigentlich die Menschen sind, die früher die Arbeit gemacht haben. Soll ich Ihnen was sagen? Die sind weg. Wir erleben jetzt den Beginn des demografischen Wandels, über den wir in den vergangenen 30 Jahren so viel diskutiert haben. Und wir sollten deshalb endlich lernen, all den Leuten, die da draußen und hier drinnen den Laden am Laufen halten, den Respekt und die Dankbarkeit entgegenzubringen, die sie verdienen. Den Feuerwehrmännern und Frauen, den Polizistinnen und Polizisten, den Pflegekräften, den Lehrerinnen und Lehrern, den Politikerinnen und Politikern, auch denen. Wenn wir wollen, dass es in Zukunft genügend Menschen gibt, die ihre Arbeit machen und die deswegen hoffentlich extra auch nach Deutschland kommen, dann sollten wir uns an das Motto halten, das das Hamburger Abendblatt seit seiner Gründung begleitet. Das Motto lautet: Seid nett zueinander. Ich wünsche Ihnen allen ein respektvolles, ein friedliches und ein glückliches 2023, in dem Ihr und unser Abendblatt 75 Jahre alt wird. Und wir feiern das mit etwas, was es in der Geschichte dieser Zeitung noch nicht gegeben hat und das heute begonnen hat. Und das Sie dann Ende des Jahres im Kino sehen können. Mehr wird nicht verraten. Lassen Sie sich überraschen. Und nun hoffe ich, dass es Ihnen nach diesem Neujahrsempfang nicht so ergeht, wie es einem Kollegen erging, mit dem ich vor 3 Jahren eine ganz ähnliche Veranstaltung in Hamburg besuchte. Er sagte damals beim Herausgehen zu mir: Das war wirklich mal ein Empfang, der sein Geld wert war. Und ich antwortete: Aber wir haben doch gar nichts bezahlt. Und der Kollege sagte: Sag ich doch. Vielen Dank, Happy New Year.